So, hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ein tolles Teil steht hier. Was ist denn das? Das ist unser Umbau Aluminium Vieranhänger, vorne gerade in eine Zusatzausstattung. Der Anhänger hat sehr viele Zusatzausstattungen, die ich Ihnen jetzt Schritt für Schritt dann erklären werde. Super, was bedeutet das für den Führerschein, dass ich den fahren kann? Also für das Fahrzeug benötigt man die Führerscheinklasse BE. Sie müssen halt darauf achten, dass im Prinzip das Flugfahrzeug, der Anhänger hat jetzt zum Beispiel ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,6 Tonnen, dass das dafür ausgelegt ist. Und wir brauchen halt eine gesamte Gewichtsklasse von 3,5 Tonnen soll es quasi nicht überschreiten. Das heißt 3,5 Tonnen, das ist Zugfahrzeug mit dem Anhänger zusammen. Mit dem Anhänger zusammen, genau. Okay. Das heißt, wenn ich ein großes Zugfahrzeug habe, habe ich da Abschläge vom Gewicht? Ja, klar. Ich meine, Sie haben das Eigengewicht vom Fahrzeug. Ja. Und dann im Endeffekt gesehen in der Kombination mit dem Anhänger sollen Sie praktisch nicht mehr wie 3,5 Tonnen. Okay. Ist der gebremst? Der Anhänger ist gebremst, ja. Also auflaufgebremst. Ist ein Tandemachser und hat im Prinzip Markenkomponenten verbaut von der Firma Alco. Okay. Sind eigentlich normalerweise wartungsarm, also im Endeffekt gesehen hat man halt nur die Standardsachen, wie jetzt beim Fahrzeug, beim PKW auch, das heißt Bremsbacken, die man mal tauschen muss, oder halt so Geschichten wie mal Auflaufeinrichtung fetten, beziehungsweise dann nach dem Stoßdämpfer zu schauen, oder dass die Kugelkupplung geschaut wird, gerade jetzt beim TÜV zum Beispiel auch, ob sie ausgeschlagen ist, aber standardmäßig ist es eigentlich so, dass keine großen Wartungsarbeiten anfallen. Wenn ich den Hänger bei der Firma Humbauer kaufe, wie lange ist da der TÜV drauf? Wie beim normalen? Also wenn Sie das Fahrzeug kaufen, haben Sie standardmäßig 2 Jahre TÜV. Das ist bei der Gewährleistung das gleiche. Das heißt im Prinzip, in dem Tag, wo Sie das Fahrzeug zulassen, haben Sie im Prinzip dann auch die 2 Jahre Gewährleistung. Sollte mal irgendwo ein Reklamationsfall sein, was wir natürlich nicht davon ausgehen, dass es der Fall sein wird. Absolut nicht. Wollen wir den mal aufmachen? Ja klar, können wir machen. Wir haben hier die Zusatzausstattung verbaut, das ist drehschwenkbar. Drehschwenkbar heißt im Prinzip, man kann die Heckklappe nach unten oder zur Seite klappen. Das ist oft wichtig für Leute, die das Fahrzeug nehmen, nicht rein nur zum Viehtransport, sondern auch zum Materialtransport. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt gleich mal. Wir haben hier ganz normale Gummispanner, genau, die macht man dann einfach, das ist eigentlich selbsterklärend, auf. Ja. Müssen wir hier nur seitlich die Schnalle öffnen. Genau, und dann machen wir den linken Hebel mal auf. Die Federsicherung drücken, genau. Und dann können wir eigentlich schon nach unten klappen. Ui. So, wir sehen jetzt hier, das ist die Heckklappe, die ist komplett aus Aluminium, damit man eine gewisse Stabilität hat, 25 mm stark. Was jetzt bei dem Fahrzeug hier zusätzlich verbaut ist, ist der Drittleistengummi. Also standardmäßig hat das Fahrzeug eine Granulatmatte verbaut. Das heißt, das ist ein Gummigranulat, das einfach eine plane Oberfläche hat. Hier haben wir praktisch den Drittleistengummi, der praktisch diese Drittleisten, also wie der Name hier sagt, verbaut hat. Das heißt, wenn das Vieh jetzt auf den Anhänger draufläuft, dass es praktisch mit den Hufen nicht abrutschen kann. Das ist eine Zusatzfunktion. Dann, wie gesagt, sieht man hier die Verriegelung von der drehschwenkbaren Türe. Das will ich jetzt dann gleich zeigen, wie das funktioniert. Und hier haben wir quasi dann die seitlichen Treibgitter, wenn praktisch das Vieh raufgetrieben wird, damit es rechts und links quasi fixiert wird. Und wenn ich mal aufstappen? Jetzt würde ich sagen, machen wir zuerst mal schnell das drehschwenkbar und dann machen wir praktisch die Variante. Das heißt, wir müssen jetzt kurz nach oben, genau. Hier zumachen. Genau. So, und jetzt ist es eigentlich relativ selbsterklärend. Man muss eigentlich nur hier den Verschluss offen lassen. Haben wir ja. Wichtig ist natürlich hier immer darauf zu achten, dass praktisch der Winkelhebel zu ist und die Federsicherung auch endlich, weil sonst hätte man das Problem, wenn man hier jetzt offen hätte und würde jetzt die Verriegelung aufmachen, dann könnte die Tür wegfallen, was natürlich Fehlbedienung ist, aber sollte nicht passieren. Ähnlich wie das manchmal beim Fenster hat. Das ist genau, richtig, genau. Dann machen wir praktisch hier die Verriegelung auf. Okay. Und dann können wir eigentlich im Prinzip die Türe schwenken. Wie gesagt, der Hintergrund ist letztendlich, dass den Anhänger auch für den Materialtransport hernehmen. Das heißt, man muss hier natürlich logischerweise das Reifen rausmachen. Den kann man hier
dann kann man quasi, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit Heuballen, was manche machen, kann man mit dem Stapler hier hinfahren und dann im Endeffekt das Ladepuffer in den Anhänger stellen. Diese Gummipuffer, ja, die sind aus einem Gummigranulat. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also es gibt Hersteller, die nehmen hier Metallbügel. Wir haben Gummibügel. Das hat zwei Gründe. Erstens mal ist es so, wenn das Tier praktisch auf die Klappe tritt, dass man keine Klappergeräusche hat, wo das Tier erschrecken könnte. Und die zweite Variante ist, bei dem Metallbügel ist es so, wenn der natürlich immer auf den Boden knallt, dann wird irgendwann die verzinkte Beschichtung irgendwann abgenutzt sein. Das heißt, man hat hier Korrosion, was optisch natürlich nicht schön ist. Okay. Genau. Hier nur darauf achten, dass wir praktisch hier unten in der Schiene sind. Genau, dann kann das hier im Prinzip noch mit der Federsicherung dann hier zusätzlich sichern, dass praktisch im Prinzip das Gitter nicht rausrutschen kann. Wie gesagt, das Fieber dann im Prinzip so reintrieben. Hier innen drin haben wir dann Verstellbarmöglichkeit von der Innenbrennwand. Das heißt, wir können hier eigentlich komplett längenverstellbar von hinten angefangen bis da die Position, die man haben will. Letzten Endes ist es meistens so, dass man eigentlich eine Position auswählt und dann bleibt es eigentlich dabei. Die Verstellbarmöglichkeit ist hier über ein Steckbolzensystem, also auch hier wieder über die normale Sicherung, die man im Prinzip dann entfernt, Steckbolzen raus und dann die jeweilige Position wählt. Okay. Ja. Was für Tiere kann ich hier drin transportieren? Sie können eigentlich im Prinzip jegliches Tier transportieren. Entscheidend ist eigentlich nur, dass die Nutzlast vom Fahrzeug halt nicht überschritten wird. Also wir haben jetzt hier bei der Variante zum Beispiel 1665 Kilo Nutzlast. Das heißt, da sollte man natürlich darauf achten, dass das nicht überschritten ist, sonst werden sie quasi überladen von dem Fahrzeug. Ja, genau. Okay. Hier, wie gesagt, haben wir dann die Brennwand. Das heißt, man zieht im Prinzip den Bolzen, macht jetzt auf, würde praktisch jetzt hier die Tiere reintreiben. Man hat hier vorne serienmäßig drei Anbinderinge verbaut, wo man dann dementsprechend die Tiere dann anbinden kann, wenn man jetzt zum Beispiel von einem Blechfieber. Okay, genau. Und hier kann ich zur Kontrolle reingucken. Genau, das ist dann im Prinzip, das können wir uns dann außen gerne noch anschauen. Genau. Prima. Genau, wir haben hier die Einstiegstür, die ist aber eigentlich gedacht, wenn man im Prinzip jetzt durch das Fahrzeug reingeht, dann entweder so wie Sie es machen, dass man jetzt praktisch von hier reingeht oder das Vieh dann so reinführt und dann vorne quasi wie als Flugtür wieder rausgeht. Genau. Ja, okay. Beleuchtung? Genau, Beleuchtung hier innen drin. Das ist ganz normal über einen WIP-Schalter. Logischerweise ist es natürlich so, die funktioniert natürlich nur, wenn Sie ein Zugfahrzeug vorne am Anhänger angeschlossen haben. Weil wir haben ja hier kein Batteriesystem oder sowas. Das heißt, die geht natürlich jetzt nicht, weil wir kein Zugfahrzeug angeschlossen haben. Hier sieht man noch Planenaufrollriemen. Das heißt, man kann die Plane vorne und hinten, das sieht man hier, jeweils mit dem Aufrollriemen, also hochrollen und dann praktisch hier sichern. Dann könnt ihr mir vorne und hinten, gerade wenn man jetzt im Sommer das Vieh im Anhänger drin hat und man möchte keinen Hitzestau nicht haben, ja, dass man dann dementsprechend das Fahrzeug aufmacht, damit praktisch die Wärme nach außen kann. Ja. Hier haben wir noch ein Sichtfenster drin. Was hier auch wichtig ist, das sieht man jetzt sogar relativ gut von außen. Die Plane ist lichtdurchlässig. Das heißt, hier ist es auch so, dass der Planenstoff so gewählt ist, dass bewusst so leicht gedämmtes Licht reinkommt, dass man hier auch im Inneren ein helles Licht hat, dass das halt ohne gewisse Atmosphäre geht und nicht so dunkel und drückend wirkt, damit das Getier dann, wo drin ist, im Prinzip auch sich wohlfühlt. So, was sind diese seitlichen Fenster? Das sind Lüftungsklappen, das heißt, das ist jetzt standardmäßig im Zubehör erhältlich. Es ist auch wieder zum Thema, was ich vorhin gesagt habe, was jetzt Lüften betrifft. Man kann hier die Schächte aufmachen, die kann man auch während der Fahrt machen. Hier haben wir praktisch noch ein Gitter, das natürlich logischerweise, wenn der
wenn die Lüftungsklappe jetzt auf ist, dass dann hier natürlich das Vieh rausfallen kann, wenn es zwar sowieso nicht, aber zumindest den Kopf nicht rausstecken kann. Ich mache es mal von außen kurz auf. Jetzt hat eine relativ große Öffnung, wo dann eben Luft reinkurbeln kann. Das ist jetzt zum Beispiel auch so, dass das oft während der Fahrt gemacht wird, damit im Prinzip das Vieh, zum Beispiel wenn sie drin haben, dann immer dementsprechend auch genügend Luft hat und ja, da nicht irgendwie ersticken kann. Hier sieht man auch diesen Gummiboden standardmäßig verbaut. Also wir haben das, wenn Sie sich die Optik anschauen, das im Fachbegriff heißt das Hammerschlag. Ja. Mhm. Das ist also ein Gummiboden, der gut zu reinigen ist. Also es gibt ja auch Gummiböden, die sind relativ, die haben so eine Siebdruckoberfläche. Wenn Sie jetzt da Kot oder was drauf haben, haben Sie das Problem, dass das schlecht zu reinigen ist. Hier ist bewusst ein Gummiboden gewählt, den wir auch beim Pferdeanhänger verwenden. Das heißt, wie gesagt, im Fachbegriff Hammerschlag. Man kann den Boden im Prinzip, wenn man das dementsprechende Wasser dazu hat, dann auch relativ gut leicht rauskehren. Also das funktioniert okay. Sehr gut. Was man jetzt hier an dem Fahrzeug nicht sieht, ist, wir haben bei dem Fahrzeug einen Alubikomboden verbaut. Das heißt, es handelt sich um einen für Umbau jetzt gerade beim Pferdeanhänger ganz sehr viel verbaut und auch beim Pferdeanhänger verbaut, einen Kunststoffboden, also der hat einen Kunststoffkern, hat eine Aluminiumdeckschicht oben und unten, um eigentlich das Thema Korrosion bzw. Verwitterung einfach vorzubeugen. Verrottung ist immer ein Riesenthema natürlich mit Kot, Urin und Feuchtigkeit, die sie drin halten könnte. Das haben wir hier jetzt übrigens auch bei den Aluminiumseitenwänden. Also es gibt zwar, wir haben auch noch Vieranhängermodelle, die haben Holzseitwände im Programm. Man muss aber ganz klar sagen, auch wieder vom Pferdeanhänger hergenommen, dass der Trend ganz klar zum Aluminium geht. Also man geht immer mehr weg von dem Holz, weil das halt einfach dieses Korrosionsverwitterungsthema im Gebrauchtmarkt ein Riesenthema ist. Weil einfach, Sie müssen sich ja vorstellen, wenn man jetzt den Anhänger anschaut, jetzt ist er neu, schaut er toll aus, wunderbar. Wenn hier jetzt Heu oder was drin ist, Stroh, sonstige Sachen, die Tiere urinieren rein, man hat Feuchtigkeit drin. Gerade jetzt um die Jahreszeit sieht man ja, trocknet es nicht wirklich ab. Das heißt, was passiert natürlich? Der Boden oder auch die Seitenwand wird irgendwann zum Gammeln anfangen. Ja? Und wenn er halt mal anfängt, dann trocknet er nicht mehr und dann ist es halt über die Jahre schlicht und einfach so, dass es halt dann einfach zu Schäden kommt. Bei einem Aluminium-Seitenwand oder auch bei dem Bicom-Boden ist halt der Vorteil einfach der Verwitterungsunempfindlichkeit und wir haben wirklich den Vorteil, dass wir hier ein langlebiges Produkt haben, wo man wirklich jahrelang Freude dran hat und wie gesagt auch immer an den Wiederverkauf zu denken, dann auch einen Mehrwert hat, weil man eigentlich das Produkt im Endeffekt immer wieder gut weiterverkaufen kann. Und das Klima fürs Tier wird wahrscheinlich auch besser sein, oder? Ja, gut, ich sage jetzt einmal so, kommt jetzt ein bisschen drauf an. Im Winter ist natürlich jetzt Holz wahrscheinlich wärmer wie Aluminium, ja. Aber im Sommer ist es so, dass man natürlich sagen muss, gut, wenn man jetzt zum Beispiel uns drin nimmt, die Holzanhänger sind schwarz, dann haben Sie natürlich recht, der wird innen drin wärmer sein. Auch ganz wichtig ist, wir haben hier einen Rahmen, der auch komplett Tauchbadfeuer verzinkt ist. Also es gibt ja immer noch einen Unterschied, galvanisch verzinkte Produkte oder Tauchbadfeuer verzinkt. Und bei uns ist es so, wir verwenden immer Tauchbadfeuerverzinkung, das heißt, das Material wird wirklich in einem Bad komplett eingetaucht. Und dementsprechend hat man natürlich eine Rundumkorrosion, was auch wiederum für eine Langlebigkeit vom Produkt spricht. Ja, also das Fahrzeug ist an sich, wie ich schon gesagt habe, auf Langlebigkeit ausgelegt. Das Ganze wird hier in Gersthofen produziert? Genau, ja, wir haben hier eine eigene Schweißerei, wir haben eine eigene Blechfertigung und wir haben eine eigene Aluminiumbearbeitung. Also bei uns ist wirklich, wie man so sagt, made in Germany auch wirklich noch wird gelebt und praktiziert. Und der Vorteil ist vor allem auch durch das, dass wir das halt regional machen, haben wir halt auch den Fertigungsprozess im Griff. Das heißt, wir können halt wirklich vor Ort, sollte es mal irgendwelche Probleme geben oder auch man möchte irgendwelche Änderungen machen oder Sonderwünsche vom Kunden, kann man relativ schnell und flexibel darauf eingehen, ohne dass man im Prinzip hier einen langen Weg hat. Das ist halt immer relativ gut, weil wir als Markenhersteller auch keiner sind, der einen hohen Sonderfertigungsanteil haben. Also es gibt ja Hersteller, die sagen, okay, ich habe mein Standardprogramm, der Kunde kann das kaufen und im Endeffekt gesehen
muss man sich arrangieren, kommt damit klar oder nicht. Ja. Und wir sind halt jemand, der auch auf den Kunden eingeht. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, Sie würden hier vorne auch noch eine zusätzliche Klappe wollen, dann ist das natürlich bei uns machbar. Ja. Und das geht aber nur, wenn Sie natürlich einen eigenen hohen Fertigungsanteil haben, weil wenn Sie das jetzt extern beschaffen müssen, wäre das unbezahlbar. Das würde lang dauern und wäre für den Endkunden letzten Endes viel zu teuer. Wie lange dauert denn die Produktion von so einem Anhänger? Also bei diesem Anhänger können Sie davon ausgehen, von, ich sage jetzt mal, 0 bis jetzt liegen wir bei 10 Stunden. Okay. Und wo kriege ich so einen Anhänger her? Also der Anhänger. Fahre ich zu euch nach Gersthofen? Ist theoretisch möglich, ja, okay. Aber es ist natürlich immer eine Frage der Entfernung, ja, weil jeder Kunde wird natürlich nicht unbedingt 600 Kilometer fahren, zum Beispiel, wenn er nicht in der Nähe ist. Da ist es halt so, dass wir einen regionalen Verkauf haben. Tendenziell ist es aber natürlich schon so, dass wir den Fachhandel favorisieren. Das heißt, letzten Endes geht der Kunde dann zu seinem Händler. Das kann er ganz normal über die Webseite machen. Also man kann praktisch bei uns draufgehen, kann dann über die Händlersuche die Postleitzahl eingeben und man sucht sich letzten Endes dann den regionalen Händler, den man hat. Und da kriegt man dann im Prinzip die Betreuung, sollte man irgendwelche Reparaturen haben, beziehungsweise dann auch das Angebot für uns dazu. Sehr gut. Jetzt habe ich gesehen, dass ihr schon über 1 Million Anhänger verkauft habt. Ja, stimmt. Dieses Jahr war der millionste Hänger. Richtig, ja. Richtig. Wie lange gibt es Humbauer schon? 30 Jahre. 30 Jahre, ja. Und immer Hängerbau. Richtig, ja. Das heißt, ihr steckt 30 Jahre Erfahrung drin. Das ist richtig und ist natürlich auch Vorteil im familiengeführtes Unternehmen, das natürlich über die Jahre immer seine Produktpalette erweitert hat. Also wenn Sie ja bestimmt schon gesehen haben, wir haben ein riesiges Produktportfolio, was natürlich nie endlich ist. Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber in der Gesamtbreite, also vom Blechanhänger bis zum Tieflader, was wir im Programm haben, ist es eigentlich in Deutschland einzigartig. Also es gibt keinen Anhängerbauer, der alles in einem hat. Und wenn man ja sogar noch nimmt, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, können ja auch die Firma König noch dazu. Okay. Das ist zwar natürlich jetzt eine komplett andere Produktsparte, was Sattelbauflieger betrifft, aber dennoch ist es eigentlich ja irgendwo in derselben Familie. Also insgesamt gesehen in den Anhängerraum ein riesen Produktverfolg. Wir befinden uns jetzt ganz vorne am Anhänger. Hier auch noch mal kurz zur Erklärung. Wir haben hier ein vollautomatisches Stützrad, das heißt hier einen Rangiergriff standardmäßig verbaut. Den haben wir natürlich hier auch. Also es ist jetzt halt. Habe ich richtig alt quasi. Genau, es ist ja auch so, wenn jetzt zum Beispiel Gewicht drin wäre, ja, dann ist es ja oft so, dass man alleine das Fahrzeug vielleicht nicht rangieren kann. Und dann kann man zum Beispiel, ja, wie jetzt in dem Fall, ich könnte jetzt auf der Seite hingehen, man kann das Fahrzeug dann im Prinzip zu zweit ziehen. Oder dann in dem Fall halt auch in der Mitte, dass man mehrere Möglichkeiten hat, das Fahrzeug in die dementsprechende Position bekommen. Wir haben hier die Auflauf-Einrichtung vorne mit dem Handbremshebel. Letzten Endes ist die Funktion auch ganz einfach. Wir haben hier den Sicherungsknopf. Hier ist im Prinzip die Bremse entriegelt. Das heißt, wenn man das jetzt hier anschaut, dann kann das Fahrzeug bewegen, genau. Und wenn man den Handbremshebel zieht, so wie jetzt, dann ist das Fahrzeug im Prinzip festgestellt. Im Endeffekt gesehen, eigentlich im Großen und Ganzen selbststabil. Wir haben hier noch das Anschlusskabel mit dem 13-poligen Stecker ist eigentlich jetzt in dem Fall nicht viel zu sagen. Ist standardmäßig so, das heißt, man nimmt im Prinzip einfach den Stecker fürs Zugfahrzeug und steckt den ein. Letzten Endes über eine Drehbewegung, ist aber auch im Fahrzeug eigentlich vorgegeben. Das heißt, man dreht ihn einfach rum und dann wird der Deckel von der Anhängekupplung hier drüber gestülpt, damit praktisch der Stecker dann immer rausrutschen kann. Ja. An sich, wie gesagt, selbsterklärend. Bei dem alten Fahrzeug nehme ich einfach einen Adapter. Genau, richtig. Okay. Die 7-polige Variante, was Sie meinen, ist aber eigentlich, da müssen Sie ein sehr altes Fahrzeug haben. Also die würden dann schon sagen 10 Jahre oder mehr, weil wie gesagt, alles, was jetzt in den letzten Jahren verbaut ist, 7-polig gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Hier haben wir noch ein Abreißseil. Ist im Endeffekt gesehen, wie der Name sagt, ein Seil, das im Prinzip eine ungewollte Abkupplung letzten Endes dann verhindert. Das heißt, wenn man hier jetzt den Fall hätte, dass praktisch der Anhänger nicht sauber draufgekuppelt wäre, also draufgelegt wäre und würde ihn jetzt absichern, dann wird hier im Prinzip das Seil gezogen und der Handbremshebel der geht dann praktisch von dieser Position, also das ist ja die Fahrposition, der würde dann praktisch hier unten, sehen Sie das, gezogen
Dementsprechend würde praktisch das Fahrzeug dann auf der Straße stehen bleiben, also es kann nicht irgendwo in den Graben oder sonst rein. Und dann natürlich durch die Wucht vom Fahrzeug wird das Seil abgerissen, darum heißt es Abreißseil. Ja? Ja. Jetzt haben wir natürlich das Ganze wegen einem Gewinnspiel, das die Firma Wahl zusammen mit der Firma Humbauer macht. Ja. Da kommt eine Beklebung drauf. Kann jeder sich eine Beklebung dazu bestellen? Ja, die Beklebung ist an sich kein Problem, das ist ja bei Firmen zum Beispiel relativ oft der Fall, weil ja gerade der Vieranhänger meistens ja im gewerblichen Bereich genutzt wird. Da ist es eigentlich so, dass wir praktisch, also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn Sie jetzt das Fahrzeug bei uns direkt kaufen, dann natürlich im Direktverkauf oder Sie gehen wiederum zum Fachhändler. Das heißt, dann geben Sie als Kunde im Prinzip dem Händler den Layout-Vorschlag. Der wiederum kommt zu uns und wir dann im Prinzip werden ein Angebot erstellen dafür und soll das zum Auftrag kommen, wird das dann bei uns direkt im Hause vergeben. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, machen wir bei Kofferanhängern, bei allen anderen auch, ist wie gesagt gerade im gewerblichen Bereich sehr oft gewünscht. Und dann sind wir eigentlich bei dem Fahrzeug am Ende. Abfahrbereit. Genau, so ist es. Okay.